Servus, liebe Volleyballer! Laufen eignet sich gerade ideal, um sich fit zu halten oder für die neue Saison vorzubereiten. Wir haben jetzt mal unsere Top 3 der Laufschuhe unseres Sortiments für euch rausgesucht. Zum einen haben wir hier von Adidas den Ultra Boost für unrabattiert 180 Euro. Von Nike haben wir den Gravity Zoom in der Preisrange von 100 Euro UVP. Und von Adidas noch ein weiterer Schuh, und zwar der Energy Falcon X für 70 Euro unrabattiert. Wir haben jetzt die Schuhe mal in Größe 40 für mich. Ich habe normalerweise Schuhgröße 39 herbestellt und ich werde jetzt mal reinschlüpfen und sie für euch testen. Starten wir zuerst mit dem Adidas Ultra Boost und kommen vielleicht das allererstes Mal auf die Passform zurück. Ich habe mir den Schuh in Größe 40 bestellt, ich habe normalerweise Größe 39, also hier bei Laufschuhen auch immer eine Nummer größer nehmen. Das hat ganz gut funktioniert. Ich hatte vorne auf jeden Fall noch einen Daumen in etwa Platz. Das ist so die Faustformel bei Laufschuhen. Den Adidas Schuh gibt es nur als Unisex Schuh, das heißt für Damen und Herren hier das gleiche Modell. Ich habe einigermaßen, also recht neutrale bis breite Füße, das heißt, hier hat der Schuh wirklich sehr gut an meinen Fuß gepasst gehabt. Ich hatte auch seitlich, hat er mich nicht zu stark eingeengt. Hier vorne sieht man auch schon, also man hat so eine Art Sockenkonstruktion, was natürlich immer gut ist, weil sich der Schuh dadurch sehr gut an die Fußform anpassen kann. Hier im Mittelfußbereich eine Stabilisationsstütze und auch hinten erkennt man hier schon so einen Stabilitätsrahmen, der dann auch wirklich hier viel Stabilität leistet. Der Ultra Boost hat eine sehr gute Dämpfung, die Boost-Dämpfung, die man auch schon aus dem Hallenvolleyball von den Adidas-Schuhen kennt, die sehr weich ist und komplett bis nach vorne hier in den Schuh auch eingearbeitet ist. Außensohle von dem Autoreifenhersteller Continental, gefertigt aus Gummi, also hier sicherlich auch einen wirklich guten Grip. Als zweiten Laufschuh haben wir den Gravity Zoom von Nike ausprobiert. Direkt einmal zur Passform, er ist etwas schmäler geschnitten. Ich mit normalen bis breiten Füßen hatte das Gefühl, dass er mir hier im Mittelfußbereich vor allem zu schmal war. Mit einer Nummer größer habe ich richtig gelegen, ich hatte wieder eine Daumenbreite vorne Platz. Wenn man den Schuh in die Hand nimmt, fällt direkt auf, er ist extrem leicht. Das hat die Ursache vor allem hier in diesem Obermaterial als auch in der extrem leichten Zoom-Dämpfung von Nike. Hier hinten etwas stärker ausgeprägt als vorne. Dadurch hat man aber auch schon dieses leichte Laufgefühl nach vorne. Den Schuh gibt es für Damen im Damenmodell als auch für die Herren als Männermodell. Als dritten Laufschuh haben wir den Energy Falcon X von Adidas getestet. Hier auch als Damen- und Herrenmodell verfügbar. Das Damenmodell in Größe 40 hat mir in der Länge her wieder wunderbar gepasst, in einer Nummer größer. Hinten allerdings bin ich mit der Ferse leicht rausgeschlüpft, da war die Passform also nicht ganz so ideal. Der Energy Falcon X hat nicht die Boost-Dämpfung von Adidas, dafür aber eine auch sehr hochwertige Cloud-Foam-Dämpfung eingearbeitet, wieder von hinten bis ganz nach vorne durchgezogen. Das Obermaterial eigentlich recht schlicht gehalten, mit auch hier einer Stabilisation im Mittelfußbereich. Alle drei Modelle, die wir jetzt hier vor uns haben, sind hauptsächlich neutrale Laufschuhe. Das bedeutet, man hat hier eine leichte Führung, was den Laufstil angeht. Man hat eine ganz gute Dämpfung, sind vor allem für den Asphalt geeignet, für kurze und lange Distanzen. Natürlich gibt es hier auch noch speziellere Laufschuhe, die wirklich individuell zugeschnitten sind. Dafür braucht es dann aber wirklich auch eine Laufanalyse und definitiv einen Spezialisten. Bei uns aber auf jeden Fall hier eine gute Range und Auswahl, die man auf jeden Fall nutzen kann, um sich auf die Saison vorzubereiten, um sich fit zu halten. Und damit wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Laufen und bis zum nächsten Mal.